Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 5. März 2024. Mein Name ist Norbert Gieso. Die Welt ist ein Spiegelbild unseres Geistes, könnte man aus spiritueller Sicht sehen. Und das gilt besonders für die Qualität im Tierkreiszeichen Fische. Letztlich erlebt jeder die Welt aufgrund seiner geistigen Ausrichtung. Das können wir daran sehen, dass fünf Leute den gleichen Film sehen und jeder hat eine andere Meinung, jeder hat was anderes erlebt. Oder nehmen wir das Wetter, jeder hat eine andere Meinung dazu. Jeder erlebt es aufgrund seiner Verfassung. Und so ist es auch mit den astrologischen Konstellationen. Wir erleben sie aufgrund unserer Gestimmtheit. Was für den einen ein schwieriger Aspekt ist, begrüßt der andere. Und letztlich ist es so, dass je mehr wir auch Opfer unseres eigenen Geistes, unserer Gedanken sind, umso mehr sind wir quasi auch Opfer der astrologischen Konstellationen. Und je mehr wir durch Meditation, durch Geistestraining auch Meister, Meisterin unseres Geistes werden, umso mehr können wir auch die astrologischen Konstellationen nutzen. Ja, wie sieht es aktuell aus? Der Mond ist gestern Abend, der abnehmende Mond ist gestern Abend aus dem Schützen in den Steinbock gewechselt, ins Erdzeichen Steinbock, wo er bleiben wird bis in der Nacht zum Donnerstag. Dann geht es weiter in den Wassermann. Kommenden Sonntag ist ja Neumond in den Fischen, eine Konstellation, die wir uns diese Woche auf jeden Fall noch ansehen werden. Mit dem Mond im Steinbock kommt so eine gewisse Erdung in die ganze Geschichte hinein. Das ist auch gut so, denn wir haben zum einen haben wir ja diese Wassermann-Uranus-Energie durch das kommende Quadrat des Mars zum Uranus, was am Sonnabend exakt ist. Aber auch vorher läuft der Mars hier ins Sextil zu Chiron, eine Möglichkeit eben auch aktiv in die Heilung zu gehen, also auch etwas dafür zu tun, dass wir alte Wunden, die hier mit der immer noch vorhandenen Verbindung von Chiron und Mondknoten auch karmisch sein können, alte Verletzungen. Und wer hat sie nicht? Wer hat nicht irgendwie irgendwas in der Kindheit oder sonst wo erlebt, was ihn verletzt hat und was sich irgendwo aufgestaut hat oder was irgendwo in uns noch vorhanden ist? Und das kann durch den Mars angestoßen werden. Das kann sich entzünden, könnte man sagen. Aber dadurch kann es bewusst werden, dadurch können wir aktiv daran gehen. Aber das ist nur die Zwischenstufe dazu, dass der Mars dann ins Quadrat zu Uranus läuft. Eine Konstellation, die sehr viel mit dem aktiven Suche, mit der aktiven Suche nach Freiheit, nach Unabhängigkeit, nach Individualität zu tun hat. Nur durch das Quadrat und durch die explosive Mischung dieser beiden Planeten kann das übers Ziel hinausschießen, kann es zur Übersprungshandlung kommen, können wir es zu gut meinen. Ne? Also in dem Sinne könnte man sagen, irgendwie man will schnell ankommen, also fährt man zu schnell, also wird man unachtsam. Also erzeugt man Unfälle und das kann auf allen Gebieten passieren. Und diese Konstellation hat auch mit Elektrizität zu tun. Und auf der anderen Seite, neben dieser Wassermann-Uranus-Energie, dieser nervösen, unruhigen Energie, haben wir aber auch sehr viel Neptun-Fische-Energie. Denn der Merkur hier, der ja der Sonne jetzt vorausläuft, der fürs Denken, die Kommunikation steht, dieser Merkur ist ja in den Fischen und der läuft hier auf Neptun zu. Neptun, der sich ja seit 2011 in seinem eigenen Zeichen aufhält. Und seitdem sind neben diesen ganzen Irrungen und Verwirrungen auf unserer Welt, die ja auch mit diesem starken Epochenwechsel von der Erde- in die Luftepoche und dem Wechsel der großen Planeten Pluto und Neptun in neue Zeichen zu tun hat, ist diese Zeit eben auch besonders geeignet für spirituelles Erwachen. Oftmals braucht es ja auch einen Anschubs, braucht es gewisses Leiden auch, um in diese Richtung überhaupt sich aufzumachen. Und Merkur trifft hier auf Neptun und zwar ist das am Freitagnachmittag exakt. Und dadurch wird genau diese Welt als Projektion immer deutlicher, denn Merkur, Neptun ist nicht gerade eine Konstellation,
die für ein objektives, klares, kritisches Denken bekannt ist, sondern das Denken ist hier verwischt, vernebelt, verbildert, aber auch die Möglichkeit, genau das zu erkennen, genau das zu erkennen, dass wir plötzlich erkennen, wow, der Film, den ich mir angucke, ist ja gar nicht echt, sondern ich sitze ja die ganze Zeit im verdunkelten Kino und bin so von dem Film, meinem Lebensfilm, gefangen, dass ich gar nicht mehr sehe, was links und rechts ist. Also kann diese Konstellation, die jetzt bis Freitag drauf zuläuft, kann diese Konstellation sowohl noch mehr in die Illusion, in die Verblendung, in den Wahn führen, aber uns auch diese Natur bewusst machen, kann unsere inneren Bildekräfte, unsere Fähigkeit zur Imagination stärken. Also diejenigen von uns, die noch Wünsche haben, sollten in diesen Tagen diese ganz klar innerlich visualisieren und gefühlsmäßig bejahen, um diese Energie anzuziehen. Wie gesagt, ein bisschen ein Schuss Realität kommt mit dem Mond im Steinbock hinein. Der Steinbock ja das Zeichen, die Grenze zwischen persönlichen und überpersönlichen Energien. Und daher ist immer Planeten im Steinbock, vor allem wenn der Mond einmal im Monat durch den Steinbock läuft, geht es auch genau darum, die Grenzen eben der persönlichen Möglichkeiten zu erkennen, aber auch unsere Verantwortung da zu erkennen, dass wir eben nicht nur für uns selbst da sind, sondern dass alles, was wir denken, was wir sprechen, was wir handeln, ja nicht nur Auswirkungen auf uns hat, sondern Auswirkungen auf alle Menschen hat, mit denen wir im Kontakt sind, und die stehen wieder in Kontakt mit anderen und so weiter. Also hier haben wir auch eine gewisse Verantwortung für uns, vor allem in der Selbstverantwortung auch für andere. Und das gilt es mit Mond im Steinbock anzugehen. Für viele Menschen ist es eher eine unangenehme Konstellation, weil es eine gewisse Begrenzung des Egos mit sich zieht, ganz klar. Ne? Wenn man in Verantwortung steht, das kennen alle diejenigen von uns, die Eltern sind, dann kann man nicht nur das machen, was man selber möchte, sondern man trägt eben auch Verantwortung. Man muss sich zusammenreißen, man muss sich begrenzen. Und das hat mit dem Mond im Steinbock auch zu tun. Ja, also interessante Konstellation. Ne? Einerseits diese spirituellen Möglichkeiten, aber auch die Möglichkeiten zur Befreiung, also Unruhe und Ruhe gleichzeitig da. Und vielleicht können wir diese Energie des Mars-Uranus auch dafür nutzen, tiefer nach innen zu gehen. Soweit das Tageshoroskop, das philosophische Tageshoroskop heute am Dienstag, am Morgen, am Mittwoch gibt es wieder eins. Bis dahin alles Liebe und tschüss.